Mutationen sind nicht nur bei Viren ein Thema, sondern jetzt auch an den Finanzmärkten. Denn diese Mutationen könnten weitreichende Folgewirkungen haben und das wollen wir uns mal anschauen. Für mich die Nachricht des Tages gestern, dass Tesla Bitcoin gekauft hat. Jetzt ist die Frage, werden das andere Unternehmen auch tun? Hier sagt zum Beispiel Novogratz, bekannter Bitcoin-Investor, bekannter Player in den USA. Ja, Bitcoin wird auf 100.000 steigen, weil jede Firma das jetzt kaufen wird. Naja, vielleicht nicht jede Firma, aber wenn es große Firmen machen, wenn es andere große Firmen machen, dann könnte das Thema für die Staaten durchaus ein interessantes Problem werden. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass für Tesla jetzt ein Accounting Problem entsteht, also ein Bilanzproblem, denn es ist so, man hat jetzt 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und Bitcoin jetzt auch über Nacht gestiegen, war fast bei 48.000 Dollar, als ich zuletzt geguckt habe, aber jetzt hatte Tesla ein Problem, das Elon Musk sonst eher nicht kennt. Er ist ja der Großmeister des Financial Engineering mit diesem Bitcoin-Investment, das schon deshalb interessant ist, weil er kurz vorher eine Kapitalerhöhung gemacht hat und einen Teil dieses Geldes dann offenkundig in Bitcoin gesteckt hat. Also er nimmt sich das Geld von den Aktionären und packt es dann in Bitcoin, kann man tun. Jedenfalls sehen wir, dass das für Tesla ein Problem hat, denn wenn der Preis für Bitcoin fallen sollte, also unter den Einstiegspunkt, den damals Tesla bei dem Kauf von Bitcoin hatte, dann ist er gezwungen, das bilanziell praktisch darzustellen. Das würde also die Bilanz verschlechtern. Wenn Bitcoin dagegen steigt, wird das keinen Einfluss haben. Also wenn Bitcoin sich verdoppeln würde seit dem Einstieg, dann wird das nichts bringen, kann er praktisch das bilanziell nicht richtig aufpumpen, es sei denn, er verkauft dann diese Bitcoins, denn diese Kryptowährungen gelten bilanziell gesehen als intangible assets, also als nicht anfassbare Assets, so wie Patente oder wie Brands, also wie Markennamen, und dementsprechend ist es so, dass er praktisch hier nicht die Bilanz aufhübschen kann damit, sondern er kann sie eigentlich nur verschlechtern, es sei denn, er verkauft Bitcoin. Das finde ich einen interessanten Punkt. Aber Frage ist, nochmal zurück zur Frage, werden jetzt andere Unternehmen folgen? Jetzt geht das Gerücht, Apple könnte 5 Milliarden an Bitcoin kaufen. Was würde dann passieren? Das ist die große Frage. Für die Staaten, und jetzt ist es vielleicht das erste Mal, dass man Bitcoin ernst nehmen muss, denn vorher war es eine Spielerei, im Prinzip ein paar dicke Wale, die viele dieser Bitcoins haben, die Early Adopters, die früh dabei waren, und dann die anderen, die auf den Zug aufgesprungen sind. Aber jetzt kommen andere Volumina rein. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant auch für die Staaten, by the way, denn die haben das Geldschöpfungsmonopol. Und wenn jetzt eine oder mehrere andere Alternativwährungen entstehen, die eben nicht mehr dem staatlichen Geldschöpfungsmonopol gehorchen, dann wird es ein Riesenproblem, denn der Staat muss ja Geld organisieren. Das kann er nur, wenn seine Währung die praktisch einzige gültige Währung in seinem Hoheitsgebiet ist. Wenn jetzt praktisch eine Alternative entsteht, dann ist diese Finanzierbarkeit des gesamten Staates gefährdet und er wird dann dagegen agieren. So hat es zum Beispiel jetzt die nigerianische Zentralbank gemacht kürzlich, die gesagt hat, alle, also für Geschäftsbanken, alle, die mit den Kryptowährungen zu tun haben, gehandelt haben, deren Konten werden geschlossen. Bums! Zack, und aus ist das Spiel. Die können dann vielleicht ausweichen, können woanders Banken auswählen, vielleicht in Nachbarländern. Jetzt sagen manche vielleicht Nigeria. Ja gut, es ist immerhin bald das drittgrößte Land der Welt, was die Bevölkerung betrifft. Ist ja extrem wachsend, ein Riesenplayer in Asien und dementsprechend auch schon eine kleine Nummer, zumindest in Sachen Krypto. Hier haben Sie mal das Schreiben dieser nigerianischen Zentralbank, die damit auch droht. Wer als Bank dagegen agiert, der wird sofort richtig an die Kandare genommen. Das heißt, die Banken werden das umsetzen. Wie könnte das jetzt zum Beispiel die Staaten machen? Sie könnten zum Beispiel eben auch sagen, okay, hier Krypto ist nicht, irgendwelche Transaktionen, die passieren, werden wir unterbinden. Oder man wird sagen, Krypto sind nicht mehr tauschbar in einer gewissen Frist. In Dollars, in Euros, in Fiat-Geld. Also das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn der Staat sich jetzt herausgefordert sieht, und das sollte er langsam, wenn eben Unternehmen praktisch ihre Assets in Bitcoin tauschen. Insgesamt alles ein Phänomen von Liquidität. Hier sehen wir die Global Liquidity Proxy, ist allerdings in letzter Zeit etwas gesunken, während die Aktienmärkte hier anhand des S&P 500 weiter gestiegen ist. Also eine leichte Diskrepanz. Aber jetzt kommt die Schiller und Blockland.
von Nordea und sagt, based on excess liquidity, also es gibt den sogenannten Begriff des excess liquidity bei Banken, stocks remain extremely cheap. Hier mal der Vergleich zwischen eben der sogenannten excess liquidity, das ist die Geldmenge M2 minus dem nominalen BIP, und wir haben den S&P 500 minus Price Earnings Ratio, hier ein Chart, der also suggeriert, dass wir praktisch am Anfang der Rallye stehen, und Sie wissen, ich bin ja extrem bullig geworden, ja, und kann diese Meinung natürlich nur die wärmsten unterstützen. Zumal jetzt auch nicht mehr Sid Donald, sondern wie heißt der, Sid Biden kommt und sagt, passt auf, also liebe Leute, ich weiß, die Not ist groß, jetzt kommt bald ein schöner Geldsegen, hier eine Ansprache heute Nacht. Und das, obwohl die Zahlen in Sachen Corona weltweit, kann man sagen, deutlich zurückgehen. Wir haben gestern in Deutschland nur 3.379 Fälle gehabt. Das ist so gering, glaube ich, wie seit November nicht mehr. 481 Todesfälle, Inzidenz geht runter auf 72,8. Also das ist schon ein ziemlich deutlicher Abfall, der derzeit passiert. Ganz ähnliches Bild in den USA. Hospitalisierungen gehen stark zurück. Wir haben nur 77.000 Fälle. Das ist die geringste Zahl seit Oktober. Aber was wird passieren? Das ist die große Frage. Morgen ja dann die Entscheidung seitens der Bundesregierung. Lockdown wird wahrscheinlich trotzdem verlängert. Möglicherweise sogar Verschärfungen wegen den Mutationen. Also es wird wohl hier in Deutschland und dann wahrscheinlich in Teilen Europas auch nicht wirklich eine Aufweichung des Lockdowns geben. Einer der Gründe eben die Mutation. Südafrika hat jetzt Impfungen mit der AstraZeneca, mit dem AstraZeneca-Impfstoff gestoppt, weil man sagt, okay, wirkt nicht so wirklich gegen Mutationen. Das ist sozusagen noch ein Risiko, das da ist, dass diese Mutationen irgendwann nicht mehr eingefangen werden durch diese Vakzine. Und das ist ja das, was die Märkte überhaupt nicht einpreisen, sondern sagen, wir werden eine Wahnsinnserholung bekommen. Wirtschaftlich dementsprechend wird dann die Nachfrage anziehen, wenn die Löhne anziehen, wird die Inflation anziehen, etc. etc. Sie kennen das, aber man differenziert zwischen den USA und zum Beispiel Europa, das sehen wir hier am Anleihenmarkt. Die Differenz bei Anleihen zwischen US-Anleihen und deutschen Anleihen, die ja als Benchmark für Europa gelten, ist es so groß wie seit 2011 nicht mehr. Man geht also davon aus, dass die USA stärker wachsen, dementsprechend bald die Inflation anziehen wird, dementsprechend möglicherweise auch die Fed. Naja, erstmal Tapering betreiben muss, also die Reduzierung der Anleihekäufe dann bis null machen wird, bevor man irgendwann Zinsen anhebt. Aber da sieht man jetzt die USA ein Stück weit voraus, daher die Unterscheidung bei den Anleiherenditen relativ deutlich. Und wir sehen, dass diese Hoffnung, dieser Optimismus in Sachen bald ist alles vorbei, beim Citigroup Global Risk Aversion Index jetzt das erste Mal einen Stand erreicht hat wie vor der ersten Corona-Welle des März 2020. Und wir sehen, dass die Junk-Bond-Yields in den USA das erste Mal historisch gesehen unter die 4% gefallen sind, durchschnittlich. Also wer fragwürdigen Unternehmen Geld gibt, der ist bereit, immer weniger Risikoprämie dafür zu nehmen. Okay, kann man machen. Gleichzeitig sorgt die Liquidität, die wir jetzt gesehen haben, für immens hohe Volumina an den Aktienmärkten. Ich hatte gestern eine Grafik gezeigt, dass kurz nachdem die neuen Schecks gekommen waren, Helikoptergeld in den USA, dann auch bei Reddit die Post abging, dann das Handelsvolumen deutlich stieg in Aktien wie GameStop etc. Aber hier sehen wir auf der anderen Seite die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Also das sind Insider, Manager von Firmen in verschiedenen Positionen, die verkaufen so stark wie seit Jahren nicht mehr, über zwei Standardabweichungen. Das ist hier also das Tun der Ahnungslosen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt die Kehrseite nochmal dieses Konjunkturoptimismus, sehen wir Bloomberg Commodity Index, höchster Stand seit 2018. Man erwartet also Nachfrage nach Rohstoffen. Wir sehen Korn, also Mais, auf einem Höchststand seit mehr als 7 Jahren. Lumber, Bauholz in den USA, All-Time-High. Also es schießt alles durch die Decke. Und wir sehen hier mal die gestrige Performance der Wall Street. Sehen wir wieder Energy 4,2%. Und JP Morgan hat jetzt eine Conference Call veranstaltet. Bullish Energy on an Oil Supercycle. Also man ist bei einem Oil Supercycle angekommen. Inzwischen, man erwartet goldene Zeiten für Öl. Ja, okay. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Fracker in den USA, die versuchen zu pumpen, weil sie hochverschuldet sind, müssen.
praktisch reinpumpen, was geht. Also ob das jetzt so ist, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall wird es derzeit so gespielt. Abschließend nochmal ein Hinweis, den ich gestern gegeben habe, auf die Kooperation zwischen der Finanzmarktderwelt.de und den Heibel-Ticker. Können Sie bei uns auf der Internetseite, also bei finanzmarktwelt.de, sich registrieren, diesen Heibel-Ticker, einen extrem professionellen Börsenbrief, kostenfrei und unverbindlich beziehen. Das Ganze geht bis 28. Februar und endet dann automatisch. Sie müssen sich also nicht irgendwie abmelden oder irgendwas, sondern es geht von alleine. Es ist wirklich etwas, was das große Bild zeigt und auf der anderen Seite dann auch Einzelstories zeigt, die interessant sind. Ist für jeden, denke ich, eine gute Inspiration. Ich packe es nochmal unter das Video oder bei Finanzmarktwelt, wo Sie wollen. Das wäre jetzt noch eine abschließende Inspiration meinerseits. Also, Mutationen an den Finanzmärkten. Wir wollen sehen, welche Verrücktheiten uns heute auch wieder begegnen. Ich sage Servus und Ciao.